Hallo und herzlich willkommen zum neuesten Let's Play auf meinem Kanal, zum ersten Let's Play 2018 tatsächlich. Juhu! Ich wünsche euch erst einmal ein gesundes neues Jahr mit allen Erfolgen, die ihr euch so vorgenommen habt. Pipapo, wenn ihr das jetzt hört und denkt, was labert die blöde Kuh, es ist doch schon Mai. Ja, dann guckst du das wahrscheinlich nicht aktuell, ne? Ich hoffe, ich hau die Folgen auch rechtzeitig raus, sonst wäre das ja total lächerlich, dass ich hier ein gesundes neues Jahr wünsche und dann kommen die Folgen erst im Februar. Oh, ich muss mich ranhalten. Gut, ich hatte einige Schwierigkeiten, also nicht Schwierigkeiten, aber einige Hemmungen, mal wieder Let's Plays zu machen. Es fühlt sich tatsächlich noch ein bisschen so, oh Gott, das hast du jetzt ewig nicht mehr gemacht. Kannst du es überhaupt noch? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. aber wir starten einfach mal Outlast 2. Ja, nachdem ich mich damals ja mit dem ersten Teil angefreundet habe und auch Whistleblower, das DLC, gespielt habe, muss ich euch sagen, ich habe Outlast 2 schon seit es released wurde. Seit es draußen war auf Steam. Seitdem habe ich es mir damals gekauft und habe immer gedacht, ja, das machst du als Blind Let's Play. Hahaha. Gott, ich möchte gar nicht wissen, wie lange das jetzt schon her ist. Sehr lange, denke ich mir mal. Aber nichtsdestotrotz, jetzt endlich spiele ich es mal. Es hat tatsächlich gegammelt in meiner Spielebibliothek und die Musik im Hintergrund wird schon viel energischer. Ich glaube, die will, dass wir anfangen. Auch ist da noch früher die alten Spiele, wenn man im Menü einfach mal nichts gemacht hat, wie dann plötzlich irgendwelche Videos losgingen oder sowas? Mit so Spieletipps? So die alten PlayStation-Spiele, ne? So Resident Evil war auch so. Ja, aber es geht hier nicht um Resident Evil. Wir spielen Outlast 2. Ich starte einfach mal ein neues... Oh Gott! Ja, nehmen wir gleich. Wahnsinn, wir sind ja nicht tot. Nein. Wir nehmen normal... Outlast 2 enthält schwere Gewalt, Blut, sexuelle Inhalte und Kraftausdrücke. Viel Spaß! Ja, guck mal, das alles kriegst du jetzt. Das haben dir deine Eltern sonst immer verboten. Hoffentlich hast du die Alten vorher aus dem Haus geschmissen, bevor es losgeht, ne? Schließ mal schnell die Tür ab. Vor allem jetzt sehe ich gerade Ehemann und wollte gerade die Eheleute. Schließ mal schnell die Eheleute weg. Naja. Lynn Langermann ist eine Enthüllungsjournalistin, die den geheimnisvollen Mord einer schwangeren Frau im ländlichen Arizona untersucht. Du bist Blake. Ich denke, nehmen wir an, die soll Langerman heißen oder so. Wir sagen einfach Langermann. Du bist Blake, der lange Mann. Ihr Ehemann, Assistent und Kameramann. Du bist nicht nur ein langer Mann, du bist auch Ehemann und Kameramann. Ist das nicht toll? Entschuldigung, was ist das für eine Scheiße? Wer hat sich denn das ausgedacht? Naja, nimm alles auf. Ihr seid keine Kämpfer. Solltet ihr den Schrecken in dieser entlegenen Gegend begegnen, rennt weg. Solltet ihr... Heißt es nicht dem Schrecken in dieser entgegenen... Naja, versteckt euch... rennt weg, versteckt euch oder sterbt. Das ist doch mal eine Auswahl. Denn wenn du mich nicht in Grenzen, im Ganzen liebst, so bist du wie ein Vater, der seinem Kind die Glieder abschlägt, um besser zu lieben, was von ihm verbleibt. Aha. Ach du Scheiße. Was? Ja. Nein, ich bin ruhig. Jesus, Blake, are you really sleeping? I'm awake. You should have slept last night. Well, I had to get that hospital footage organized. You're calling out some other woman's name. What? In your sleep. Jessica, I think. You know a Jessica? Oh, no. No. I mean, I was dreaming about Jessica Gray from when we were kids. Oh, yeah. I haven't thought about her in ages. Hey, we're crossing into reservation land now. You said I'm looking for some sort of factory? Yeah. We can look, but there's nothing out here. It does look pretty empty. All the mercury in that woman's blood, she had to have spent at least a decade downstream from some pretty heavy industry. If you say so, man, you bought the time. We should record an intro while we're up here. Production value? Sure. Hey, ich mache doch gerade ein Video, was soll denn das? Die machen mir alles nach. Audio's gonna be crap. We'll have to... Whoa. What the fuck? Fuck! Sorry about that. My panel's a little soft, but well, we're good! Oh, that was exciting. Get as much of the landscape behind me as you can. You got me? Yeah, we're good. Ja, ja, ich hab dich drauf. Red leather, yellow leather, red leather, yellow leather. Have a soup pie, have a soup pie. I'm Lynn Langerman, here for newstomorrow.net. We're flying past the Havasupai Indian Reservation in central Arizona in search of the origins of murder victims. Hey, Lynn, I don't think you should say murdered. We don't
strangled herself to death. That's what the police report says. Cool, ich kann ranzoomen. Before the doctor interviews, if this falls on the first 30, we need to get the word murder in there. We should probably mention the fetus too. I mean, how it just... Here, let me try a version that can serve as an intro for the whole piece. Tell me when we're good. Okay, we're good. 2 weeks ago, a young woman was found wandering, barefoot, pregnant, and alone, on a barren stretch of highway, 100 miles from the nearest... Läuft bei uns! Also der Absturz hat mir bis jetzt am besten gefallen. Nein, Quatsch. Oh. Wir... Oh, ich sehe meine... Wow. Wir sind in einer Schule. Aber die Kameraempfindlichkeit ist ein bisschen heftig. Die müsste ich nochmal runtersetzen. Oh ja, die Empfindlichkeit ist echt heftig. Ah, das tut mir leid, ich habe es vorher nicht geprüft. Und das sind übrigens keine Lags, eigentlich nicht. Die FPS-Zahl ist hoch, aber es ruckelt trotzdem so komisch. Ah. Hey, da ist ein Typ! Sind wir ein Kind oder warum laufen wir so tapsig wie so ein... Weiß nicht. Hey! Okay. Mann? Bist du mein Daddy? Darf ich Mutti zu dir sagen? Ach, guck mal, wie schön glänzend hier der Boden auch ist. Kommt jetzt hier gleich was von der Seite geschwebt? Oh Gott. Sind wir jetzt in der Erinnerung von diesem Typen in seinem Traum? Weil er gerade meinte, er träumt von einer Jessica und in diesem Spind gerade... Hey Jessica, bist du das? Und so hat es sich zugetragen, als Jessica ihre Tage bekommen hat, das erste Mal. Nach einer wahren Geschichte. Entschuldigung, ich probiere das alles lustig zu machen, damit ich keine Angst habe. Okay. Oh, drücke Taste wiederholt. Okay. Gut, dass noch steht wiederholt, damit ich auch weiß. Was sind da für eklige Fingernägel? Ja, nimm erstmal eine Kamera. Das ist das Wichtigste. Such nicht nach der Frau. Die ist verloren. Tschüss. Fuck. Ah. Drücke Tab, um dein Ziel zu sehen. Aufnahme ansehen. Huch. Ja, toll, dass man Tab auch loslassen muss, das haben sie nicht gesagt. Ach, und jetzt kann ich meine eigenen Aufnahmen gucken? Wie cool. Okay. We're good. 2 weeks ago, a young woman was found wandering barefoot, pregnant and alone, on a barren stretch of highway, 100 miles from... Okay, soll ich jetzt irgendwas sehen dabei, oder? Finde Lynn. Ja, okay. Drücke Tab. Ah, sorry Leute, als allererstes, ich bin sehr unprofessionell, es tut mir wirklich leid. Ich muss erstmal das hier runtersetzen. Blickempfindlichkeit, heißt das? Abbrechen, wir machen übernehmen. Ist das jetzt... Das ist ja noch schlimmer. Oh Gott. Blickempfindlichkeit, Linkshänder, Nee, wir brauchen Steuerung und wir brauchen Mausempfindlichkeit. Allgemein. Ist das vielleicht doch Blickempfindlichkeit? Übernehmen. Ah ja, die ist es. Okay. Wir haben es gefunden. Wir haben es gefunden. Geht gleich los. Geht gleich los. Ich meckere vor allen Dingen privat immer über Leute, die das mitten im Spiel machen. Aber nützt ja nichts, ne? So, also für mich ist das jetzt, denke ich mal, hoffentlich etwas cooler. Können wir jetzt hier in den Tod stürzen? Ja, können wir. Wie cool. Guck mal, wir haben Schatten. Aber an sich ist die Grafik echt hübsch. Aber es ist immer noch nicht unempfindlich genug. So, gehen wir noch ein Stück.
Ist echt ein bisschen heavy, weil man ja, ihr wisst das ja, man steuert halt die ganze Zeit quasi mit der... mit der Maus, deswegen, ich möchte nicht, dass euch schlecht wird, falls hier jemand so Motion Sickness oder sowas hat. Ist das scheiße, ne? Okay, also wir müssen da runter jetzt. Das müssen wir jetzt hier nicht großartig vertiefen. Ich habe Leertaste gedrückt. Habt ihr alle gesehen, ne? So. Okay, das ist jetzt hier unser... Huch! Ah, okay, okay. Das ist ja wie im alten Teil im Grunde die... ich muss Citril drücken. Oh! Hä? War das das falsche Citril? Ich bin ja nicht ernsthaft gerade gestorben. Wollt ihr mich verarschen? Wieso bin ich denn jetzt gestorben? Ich hab doch Citril gedrückt. Ah ne, ich hab Steuerung gedrückt. Das war vielleicht der Fehler. Okay. Hui. Jawohl. Und jetzt runter. Ach scheiße, nee. Wie, jetzt bin ich einfach nur lächerlich drüber gelaufen, ohne Citril. Und mir ist nichts passiert. Ich bin einfach nur gelaufen, ich habe nichts gemacht. Ich habe einfach bloß mit dem Gesicht zur Wand geguckt. Und jetzt bin ich nicht runtergefallen und gestorben. Also ich habe irgendwie das Gefühl, das Spiel hängt qualitativ hinter den ersten, hinter dem ersten Teil hinterher. Ich will hier noch nichts Böses sagen, ne? So. Wichtige Ereignisse sollten aufgenommen werden. Drücke rechte Maustaste, um die Kamera zu aktivieren. Das rote Recklicht zeigt an, dass du aufnimmst. Wenn das Recklicht blinkt, heißt das, du zielst auf das Ereignis, das aufgenommen wird. Du musst über längere Zeit das Ereignis zielen, damit den roten Kreis füllen. Meine Fresse, ich kann auch nicht mehr lesen. Um den Moment vollständig aufzunehmen. Wo ist denn hier ein roter Kreis? Ach so, okay. Oh shit. Okay, Video aufgenommen. Schau dir das aufgenommene Video an, um mehr über die Ereignisse und Ziele zu erfahren. Moment, das heißt, ich soll mir jetzt... Das heißt, ich soll mir jetzt, um Lynn zu finden, das Video von dem Wrack ansehen, das ich gerade gefilmt habe, während ich da vorstehe immer noch? Anstatt das Wrack zu durchsuchen. Was ist das für ein Scheiß? Entschuldigung. Alter, was ist denn hier ernst? She wasn't there. Lynn's body wasn't in the wreckage. Ja? She could still be alive. Ja? Das haben wir alle jetzt mitbekommen. Wow. Ist ja mal krass beeindruckend, ne? Gucken wir mal, vielleicht finden wir noch was Nützliches. Lynn? Oh, da liegt was. Achso, Kamera aktiv, Achso, F. F wie Flashlight, okay. Oh Gott, das ist ja diese Kacke-Ansicht. Nee, nee, das machen wir mal nicht. Was ist denn das? Bandagen. Nehmen wir mit. Drücke Tab, um zu sehen, wie viele Verbände du hast. Ach, die sind da in meiner Tasche. Hey, das ist aber irgendwie cool. Das muss ich mal gestehen. Das ist cool. Kann ich hier eigentlich auch zu Tode verbrennen? Kann ich hier mein Gesicht so lange in die Flammen halten und die Kamera, bis es so schmilzt? Nee, ne? Schade eigentlich. Wäre echt lustig. So, hier ist es dunkel. Hier brauche ich wahrscheinlich meine hübsche kleine Nachtkamera. Hier springt mich doch gleich irgendwas an, oder? Ja, ja, es ist so dunkel. Mach ruhig mal die Nachtkamera an. Oh! Oh, fuck me! Was ist das denn? That did not happen in the crash. Doch, genau sowas passiert bei Flugzeugabstürzen. Oder Quatsch, bei Hubschrauberabstürzen. Menschen landen so... unten, wenn sie ankommen. Deswegen, Kinder, immer schön vorsichtig bei irgendwelchen Hubschrauber-Sachen. Das ist gefährlich, ne? Alter. Ja, der sieht aber nicht gut aus. So, nee, wir gehen mal ganz unbeirrt weiter. Ist bestimmt total safe hier. Ach du Scheiße. Ich hab jetzt schon keinen Bock mehr irgendwie. Oh... Halte Alt gedrückt, um nach hinten zu schauen. Das ist doch voll die Falle, oder? Ist doch mies, dass mich in der engen Höhlenspalte
wird gesagt, ja, du kannst dich übrigens umdrehen, wenn du Alt gedrückt hältst. Hm, probier's doch mal aus. Ist das hier echt so? Ja, es ist so dunkel. Okay. Wird's da hell? Ja. Liebes Spiel, mach mich noch nicht jetzt völlig fertig, ja? Ich will noch ein bisschen Spaß haben, bevor es losgeht. Guck mal, die Kamera nimmt auch in Full HD auf. Das ist doch schön für uns. Hui. Boah, zum Glück habe ich jetzt das Nachtsicht wieder ausgemacht, sonst hätten wir ja die schöne Stadt gar nicht gesehen. Jetzt müssen wir uns natürlich den Beitrag gleich nochmal angucken. Ja, du bist ja auch gerade mit dem Heli abgestürzt. Der gekreuzigte Pilot. Pilot. I don't even remember his name. What the fuck kind of people would skin somebody alive? Jesus Christ, Lynn. Zum Beispiel Leute, die sich für Anatomie interessieren oder ein paar verrückte Hinterwäldler. Und das letzte, was der Pilot gesagt hatte in seinem Leben, war fuck me, fuck, fuck, fuck. Ja, da kann man schon auf Ideen kommen. Also ich habe da vollstes Verständnis für, wenn da manche Leute so ein bisschen Spaß haben wollen. Der war doch knackig. Was mich ja immer interessiert ist, ob es hier irgendwelche vierten Wände in Spielen gibt, ob man hier irgendwo... Was machst du? Was japst der denn jetzt schon? Ihr habt doch mit dem noch gar nichts gemacht. Typ, wenn ich mit dir fertig bin, dann machst du nicht mehr nur... Was sind denn das hier für Geräusche? Da oben ist ein Regenbogen. Es kann uns nichts passieren. Da ist ein Regenbogen. So. Also atmosphärisch ist das eigentlich ganz schön. Drück Space. Oh mein Gott. Wir springen einfach mal. Cool. Und hier ist schon die erste geile Hütte. Wir nehmen uns jetzt mal hier die die Mistgabel. Was ist denn... Was sind das für ein Sturm hier? Ich muss ja jetzt tatsächlich aufpassen, dass ich auch alles schön filme, ne? Wir müssen ja hier alles drauf haben. Hallo? I'm lost. And hurt. Oh. Können wir da reingucken? Warte mal, Zitrel? So, nee. Können wir irgendwo reingucken? Schade. Ich gehe nochmal auf die Seite. Wenn es da jetzt so wer durchs Fenster angucken würde, das wäre eigentlich ganz nice. Also ich finde das sehr interessant. Verlassenes Haus. Aber wir haben ja auch hier eine Batterieanzeige. Ne? Oben. Was? Hallo? Hallo? Zitre, bist du's? Ach, das sind nur die raschelnden Kakteen. Können wir uns hier fett... Au! Oh! 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 Okay, originalgetreu. Was ist denn da hin? Saw! Jetzt kommt gleich so ein Saw-Männchen angerannt und bringt mich um. Ich wusste es. Hey, da liegt was. Nee. Oh, die Geräuschkulisse hier haben sie aber richtig Mühe gegeben, wa? Was ist denn das? Was ist... Ach so, das ist einfach nur so ein... Okay, Alter. Aber ich muss sagen, die Grafik gefällt mir eigentlich sehr schön. Das sieht ansprechend aus. Das Spiel ist ja jetzt auch schon wieder ein paar Tage alt. Alter. Ohne kann man nichts sehen. Okay. Inri, ja. Und dazu Puppen. Das ist hier also eine ganz normale christliche Religion. Da muss man sich nichts Komisches... Na, ich drück die falsche Taste. Da muss man sich nichts Falsches bei denken. Hey. Hey, man. Hä? Oh, shit. Oh, fuck. Da ist ja ein Typ. Shit, it's just happened. Springt der mich jetzt an? Es könnte sein, dass er keinen mehr anspringt. Meine liebe Süße. Was? Annie? Was? Ehi? Was soll denn das für ein Buchstabe sein? Warte mal. Ach, Ellie. Ach, meine Fresse.
Ich kann nicht ertragen, was ich tat, noch will ich von unseren Kleinen getrennt sein. Ich hoffe, du vergibst, dass ich dich verlasse, wie auch Gott mir diese letzte Sünde vergebe. Ich weiß, dass sie dargebracht werden mussten, aber ich bin im Inneren zerrissen und kann nicht mehr leben. Ich hoffe, das Ende kommt bald und bringt uns zusammen. Außer Gott verbrennt mich auf ewig für diese Sünde. Ich hoffe, dass du bis zu jenem Tag Trost in den Armen Papa Notz findest. Für immer dein Tom. Na, Tommy Boy, da ist er ganz schön abgekackt, ne? Was ist denn das hier? Das Hähnchen? Und Brot. Und der hat... Was hat denn der gemacht? Achso, wir müssen mal nachladen. Ohohoho. Nachladen bedeutet bei Outlast, ich packe mir jetzt noch so eine kleine Pussy-Batterie hier rein, weil ich es sonst nicht ertrage. Okay. Ist hier noch irgendwas in dem Haus? Ich frage mich gerade, ob das so war, dass die Batterien verbraucht werden, wenn ich die Nachtsicht anmache, oder ob die generell verbraucht werden. Ich bin mir gerade nicht mehr so sicher, ehrlich gesagt. Okay. Wir müssen hier lang. Da ist noch eine Mutter Maria. Okay. Aber ich würde sagen, bevor wir das tun, beende ich erst einmal den Part. Wir sind nämlich bei 20 Minuten, bei 21 Minuten. Ich probiere, die Parts mal kürzer zu halten. Ich weiß, es ist für euch vielleicht zum Gucken, naja, kommt immer drauf an. Manche mögen es, manche nicht. Aber ich fände es gut, wenn ich dann mehr Parts raushauen könnte und dafür halt kleinere Parts mache. Das heißt, ich mache hier einen Cut. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.